Sicherlich hast du dir auch schon mal deinen Arm oder dein Bein an einem Schrank gestoßen und wusstest direkt, das gibt einen blauen Fleck. Nach einem Stoß, bei dem die Blutgefäße verletzt werden, zeigt sich oftmals danach ein blauer oder lilafarbener Fleck. Diese sind natürlich völlig harmlos und verschwinden nach einigen Tagen wieder. Auch wenn sie natürlich unschön anzusehen sind und bei Berührung auch gerne mal etwas schmerzen. Doch was ist, wenn du immer wieder blaue Flecken an dir feststellst, ohne die genaue Ursache dafür zu kennen? Hier könnte dann tatsächlich ein körperliches Problem dahinter stecken, welches auf jeden Fall abgeklärt werden sollte. Deshalb zeigen wir dir hier jetzt 7 Gründe für unerklärliche blaue Flecken. Nummer 1. Hormonelle Imbalance. Vor allem Frauen können bei einer hormonellen Imbalance zu Blutergüssen neigen, insbesondere in der Menopause, unter dem Einfluss eines hormonellen Medikaments oder während einer Schwangerschaft kann der Östrogenspiegel im Körper abfallen. Dadurch werden die Blutgefäße schwächer und bereits bei kleinen Stößen können blaue Flecken auftreten. Nummer 2. Medikamenteneinnahme. Auch bei Medikamenten besteht die Möglichkeit, blaue Flecken als Nebenwirkung zu bekommen. Vor allem Tabletten, die das Blut verdünnen, können Blutergüsse begünstigen. Besonders oft passiert dies bei Tabletten mit dem Wirkstoff Aspirin. Wenn du ein solches Medikament einnimmst und blaue Flecken an dir feststellst, solltest du mit deinem Arzt sprechen, ob du dieses weiterhin einnehmen solltest. Nummer 3. Diabetes. Bereits in einem frühen Stadium der Zuckerkrankheit Diabetes können unerklärliche blaue Flecken auftauchen. Wenn dazu noch Symptome wie Müdigkeit oder ein übermäßiger Durst vorhanden sind, solltest du das Ganze einmal mit deinem Arzt besprechen. Nummer 4. Kraftsport. Wenn du Kraftsport machst und regelmäßig mit schweren Gewichten hantierst, kann es auch hier zu blauen Flecken kommen. Diese sind natürlich vollkommen harmlos, zeigen aber, dass du eventuell mit etwas zu viel Gewicht hantierst und es das nächste Mal etwas ruhiger angehen lassen solltest. Nummer 5. Nährstoffmangel. Wenn dir wichtige Vitamine fehlen, kann auch dies ein Grund für unerklärliche, auftretende blaue Flecken sein. Vitamin B12 ist hierbei wichtig für die Blutproduktion und wenn die Menge nicht ausreichend ist, können blaue Flecken auftreten. Aber auch Eisen ist wichtig, um die Gefäße stabil zu halten. Um dies auszuschließen, solltest du ein Blutbild bei deinem Arzt machen lassen, um zu schauen, ob du einen Nährstoffmangel hast oder nicht. Wenn dem so ist, solltest du deine Ernährung dahingehend etwas anpassen, um diesen Nährstoffmangel auszugleichen. Nummer 6. Bluterkrankung. Natürlich kann auch eine Bluterkrankung der Grund für unerklärlich auftretende blaue Flecken sein. Wenn du zudem noch unter schmerzenden und geschwollenen Gliedern leidest und Zahnfleisch oder Nasenbluten hast, könnte Leukämie oder Thrombozytopenie dahinter stecken. Hier solltest du also unbedingt mit deinem Arzt sprechen, um diese Erkrankung ausschließen zu können. Und Nummer 7. Altersbedingte Veränderung. Im Alter verliert die Haut an Elastizität. Dadurch können selbst bei kleinsten Berührungen schon Blutergüsse entstehen. Manchmal nimmst du diese gar nicht als so schlimm wahr, sodass du dich dann später über den blauen Fleck wunderst und nicht mehr genau weißt, woher dieser kommt. Wenn also auch du unter unerklärlichen blauen Flecken leidest, dann können dies die Gründe dafür sein. Spreche bei Bedarf mit deinem Arzt, um etwas Ernstes ausschließen zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.